Wenn du jetzt GTA Online startest, dann wirst du bemerken, dass du ein Update herunterladen musst. Sowohl auf dem PC, der Xbox als auch auf der PlayStation. Was in diesem Update vorkommt und warum wir das runterladen müssen. Außerdem, was morgen uns in GTA Online erwartet. Und noch ein kleiner Funfact, wir sprechen drüber in diesem Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende dran. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex, schön, dass du eingeschaltet hast. Nachdem ich erstmal heute Morgen den Schock überwindet habe, dass ich dachte, ich bin blind, weil ich habe einen Rollladen hochgemacht und auf einmal, bam, knallt mir das Licht ins Gesicht. Aber nicht so normal, sondern der Schnee hat auch noch Licht reflektiert und zwar einfach, oh Gott. Kennt ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und liegt bei euch auch so viel Schnee wie bei uns? Dann schreibt es auch mal direkt in die Kommentare. Aber zum Glück habe ich diesen wunderbaren, warmen Onnit-Pulli, der mich natürlich warm hält. Wenn du den auch haben willst, guck mal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich dir meinen Shop, wo du dir diesen tollen Hoodie und vieles mehr gönnen kannst. Aber jetzt, Freunde, würde ich sagen, du lässt doch schnell dein Abo da, solltest du neu auf diesem Kanal sein und nichts mehr rund um GTA Online verpassen wollen. Und jetzt würde ich sagen, wir labern gar nicht mehr ewig herum, sondern starten direkt mal rein ins Video. Let's go! Starten wir doch direkt mal mit dem Thema neues Update in GTA Online. Ja, wir müssen ein Update runterladen, wenn wir unsere PlayStation, Steam oder eben auch die Xbox starten. Und jetzt ist eben die Frage, was ist das für ein Update? Zunächst einmal ist das Update auf der Xbox 6,7 GB groß, also ein wirklich sehr, sehr großes Update und damit etwas größer sogar noch als das Update vom Caio Perico Heist DLC. Auf der PlayStation ist es nur 560 MB groß und auf dem PC ganze 92 MB, also deutlich am kleinsten. Aber was ist mit diesem Update passiert? Traurigerweise kann man das eigentlich gar nicht so genau sagen, denn im Moment gibt es noch keine Patchnotes von Rockstar Games und in der GTA-Community wird auch eher so, ja, sehr langsam gesucht nach dem, was sich dort verändert hat. Was auf jeden Fall schon herausgefunden wurde, ist, dass der Paria-Spoiler-Glitch eben gepatcht wurde und somit leider nicht mehr funktioniert. Was noch alles passiert ist, ist dir was aufgefallen? Schreib es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Was aber jetzt schon klar ist, ist, dass kein neuer Content leider ins Spiel gekommen ist. Und bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, was uns morgen Neues in GTA Online erwartet, noch ein kleiner Funfact am Rande. Und zwar hat gestern GTA es geschafft, die magische Grenze von 140 Millionen Exemplare zu knacken. Also GTA 5 wurde inzwischen 140 Millionen Mal verkauft. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Rockstar Games für dieses krasse Spiel und diesen Meilenstein. Sprechen wir jetzt aber noch abschließend darüber, was uns denn morgen Neues in GTA Online erwarten wird. Wir haben ja am Montag im Video schon darüber gesprochen, dass morgen das Valentinstag-Special in GTA Online rauskommt. Und darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich möchte in diesem Video jetzt nur mal auf diese Standardsachen eingehen. Also wir werden den Valentinstags-Content bekommen, aber wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch einfach das Video von Montag an. Jetzt im Video sprechen wir nur über die Standardsachen, also Podiumsfahrzeug etc. Denn auf der Podiumsliste sind inzwischen nur noch 6 Fahrzeuge. Einmal der Verlierer, der FMJ, der Tyrant, der Nightshark, der Dominator GTX und der Tropos Rally. Diese Fahrzeuge könnten morgen kommen oder eines von diesen 6 Fahrzeugen wird morgen aufs Podium kommen. Da können wir uns schon freuen. Ich persönlich hoffe auf den Verlierer, auf den FMJ oder auf den Tyrant, die 3 sind meine persönlichen Lieblinge. Aber auf welches Fahrzeug freust du dich am meisten? Schreib auch das gerne mal gerade unten in die Kommentare. Abgesehen davon werden wir natürlich morgen auch ein neues Fahrzeug in GTA Online erhalten. Und zwar entweder das bewaffnete Dingy für 1,9 Millionen oder eben den Grotti Prioso. Dieser kostet dann zwischen 457.000 und 610.000. Die Twitch Prime Rabatte werden nochmal eine Woche länger. Diese bleiben von dieser aktuellen Woche auch. Das heißt, wir werden weiterhin die Sonarstation kostenlos bekommen. Wir werden 200.000 GTA-Dollar bekommen. Wir werden weiterhin 70% Rabatt auf den Tyrus erhalten. Dieser kostet jetzt nur noch 765.000. Und 35% Rabatt auf den Annihilator Stealth. Er kostet 2,5 bis 1,9 Millionen GTA-Dollar. Im Weiteren werden wir morgen neue Rabatte bekommen, so wie jede Woche. Und natürlich auch neue Doppelgeld- und Doppelt-RP-Missionen, wo man eben bisher davon ausgeht, dass das die gleichen Missionen sind wie auch letztes Jahr beim Valentinstag-Special. Und somit wäre das dann der Gegnermodus, bis der Tod uns scheidet. Lost vs. Damned, Angriff und Abwehr und Hasta la Vista. Also wenn da einer deiner Lieblingsgegnermodis dabei ist, dann kannst du dich schon mal auf morgen freuen. Im Weiteren hat Rockstar Games bestätigt, dass wir noch ein gratis Fahrzeug bekommen in naher Zukunft. Ob das jetzt wirklich morgen ist,
ist nicht garantiert, aber ich meine, das ist das einzige größere Event, was jetzt in nächster Zeit ansteht. Deswegen kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir morgen eben auch ein kostenloses Fahrzeug bekommen. Welches das ist, wissen wir allerdings noch nicht. Und das, meine Freunde, war jetzt auch schon das gesamte neue Video. Heute mal drei kleine Themen und ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord, dich kostet es nichts. Und mir hilft es wirklich weiter. Ansonsten, wenn du hier neu sein solltest, lass gerne ein Abo da, um wirklich in Zukunft nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Und Freunde, das Beste ist, heute Abend sind wir auch noch auf Twitch live. Also wenn du mir noch nicht auf Twitch folgst, dann siehst du hier gerade meinen Namen. Folgt mir da sehr, sehr gerne und dann sehen wir uns heute Abend im Livestream. Wann genau, weiß ich noch nicht. Ich werde es definitiv auf Instagram noch in meine Story posten. Also komm auf jeden Fall vorbei. Auch den Namen siehst du gerade hier eingeblendet. Also Klartext, drei Sachen musst du jetzt machen. Erstens, diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wenn du es schon gemacht hast, dann an deine Freunde teilen. Zweitens, mir auf Instagram folgen, damit du weißt, wann heute Abend der Livestream auf Twitch ist. Und drittens, mir auf Twitch folgen, damit du einfach glücklicher bist. Nun gut, jetzt war es das aber auch wirklich mal mit dem Video. Ich wünsche dir noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Mach's gut, hau rein, bis bald und ciao. Man,